MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreis. Herzlich willkommen, mein Name ist Mikeso Gaming, das heißt, wieder spielt mit mir und lasst für euch spielen. Heute zeige ich euch mal kein Spiel, wie ihr im Titel vielleicht gelesen habt. Ich zeige euch heute mal Mega The Gaming hinter den Kulissen. Ich habe mir das mal gedacht gehabt. In letzter Zeit habe ich nämlich sehr viele Mails von euch bekommen. Hey Mega, mit was für einem Programm renderst du? Mit was für einem Programm schneidest du? Dann haben auch einige Leute mal gefragt, wie sieht überhaupt dein Alltag aus? Und das möchte ich euch heute mal zeigen. Ja, wie ihr seht, habe ich mich jetzt auferstanden. Hinter mir ist mein PC zu sehen. Und ich möchte euch mein Zimmer auch so ein bisschen zeigen. Ja, in letzter Zeit nämlich, oh, jetzt hat man mich gar nicht gesehen. In letzter Zeit sind nämlich so ein paar Fragen gekommen, auch immer, wie sieht dein Zimmer eigentlich aus? Wie machst du das eigentlich alles? Ja, wie man sieht, die Beleuchtung sieht man schon ganz gut. Hier stehen zwei Softboxen. Ich habe noch eine dritte, die habe ich aber, sagen wir mal, deaktiviert. Aus dem einfachen Grunde, mir ist die eine Glühbirne dann mal beim Drehen durchgebrannt. Und auf einmal machte das Licht, flupp, Licht war aus. Ja, wie man sieht, sieht man hier meine stylische Lampe. Ich finde das immer sehr spannend. Ich möchte euch jetzt aber gar nicht so lange um heißen Brei rumreden. Ich möchte euch einmal mein Equipment auch von meinem PC zeigen. Und zwar haben wir hier einmal mein Handy. Ja, dann haben wir einmal die Logitech G710. Ich bin mit dieser Tastatur vollkommen zufrieden. Das ist eine mechanische Tastatur. Das ist die erste mechanische Tastatur von Logitech gewesen. Im Moment gibt es ja die G910. Müsste das glaube ich sein. Und dann habe ich das G27 Lenkrad, ein PC von Acer. Das war so ein Standard-PC, kann ich eigentlich empfehlen. Für mich ist er gut. Mein Mikrofonarm. Der Mikrofonarm ist das RSA1A, glaube ich, heißt das. Dann kam mein Popschutz ja vor ein paar Tagen an, wer das bei Instagram gesehen hat. Mein Mikrofon ist das Rode NT1000. Dann meine Logitech C920, dann ein Philips Monitor, das ist einer der neuesten Monitore, den ich immer, oder beziehungsweise der neue Monitor, den ich bei mir im Zimmer drin stehen habe, der ist schon, ich glaube, ein Jahr alt von Acer, und ja, halt dann meine zwei Softboxen. Das ist eigentlich so mein Equipment von mein PC, würde ich sagen. Weil das halt sehr viele gefragt haben. Aber ich möchte jetzt nicht zu lange um den heißen Brei herumreden. Deswegen skripten wir jetzt mal von der Cam auf den PC. Und ich werde euch jetzt mal zeigen, wie Mega The Gaming eigentlich seine Videos dreht. Bevor ihr fragt, einige haben vielleicht mitbekommen, ich habe eine Freundin, ja. Ich habe sie darauf auch angesprochen. Sie findet, sie unterstützt mich. Muss ich mal ganz ehrlich sagen, sie unterstützt mich wirklich in dieser Hinsicht her. Sie findet das nicht doof. Sie findet das ganz okay. Dass ich das mache, falls es mal einige fragen, wie das Ganze so immer abläuft. Sie findet das halt ganz okay, sie unterstützt mich, sie guckt mal Videos, gibt mir Feedback, und das unterstützt mich auch, das macht mich auch irgendwie in einer Hinsicht glücklich, das sowas zu hören von einer, sagen wir jetzt mal, Person, die auch nah im Umfeld ist. Aber ich habe mit ihr gesprochen, und bevor jetzt mal die Fragen kommen, hey, könntest du mal ein Video mit deiner Freundin drehen? Sie möchte das nicht. Und das müssen wir halt akzeptieren. Vielleicht, man weiß es nicht. Menschen ändern ihre Meinungen irgendwann. Vielleicht, wir wissen das nicht. Wir wollen auch nicht darauf so viel einreden. Aber man sollte niemals nie sagen. Deswegen skripten wir jetzt einmal schneller rein. Bis gleich. Ich bin auch wieder zurück. Ja, wie ich gesagt habe, man hört mich jetzt vielleicht mit einer bestimmten anderen Qualität. Das ist jetzt halt, weil ich übers Mikrofon spreche, anstatt über die Kamera. Aber das lasse ich auch so. Wir haben gesagt gehabt, komm, Mega The Gaming, zeig mal einen Ablauf hinter den Kulissen. Ja, wie man sieht, ich habe mich jetzt an meinen PC rangesetzt. Gerade eben waren wir noch unterwegs mit der Kamera in meinem Zimmer halt. Wie geht das weiter? Ich habe das Glück gehabt, oder beziehungsweise ich habe das Glück, ich habe ja einige Videos schon für euch vorproduziert, die aber noch nicht geschnitten sind. Das machen wir jetzt mal, dann habt ihr so einen kleinen Einblick schon mal in das Video bekommen. So ein kleiner Spoiler-Effekt. Seid auf jeden Fall gespannt. Wir öffnen am besten immer halt mein Schneideprogramm, beziehungsweise mein Aufnahmeprogramm. In dem Fall ist es ja schon offen, beziehungsweise habe ich ja schon offen. Das ist Mirrorless Action. Mirrorless Action kostet als Version, wenn man das auf YouTube oder für private Zwecke nur benutzen möchte,
25 Euro und für kommerzielle Zwecke kostet das 50 Euro, wenn man hier alles das heißt, man darf damit auch Geld verdienen, so in der Art, sagen wir jetzt mal. Mit diesem Programm kann man eigentlich sehr viel machen. Man kann einmal Spiele direkt aufnehmen. Hier haben wir einmal den Spielemodus, den Bildschirmmodus und einen bestimmten Bereich, den man nur aufnehmen will. Und man kann halt die ganzen Dateiformen einstellen. In dem Fall nehmen wir gerade mit 720p 60 FPS auf. Man kann natürlich auch die Aufnahmedauer und alles einstellen. Das habe ich aber alles ausgestellt. Warum auch immer, ich meine, ich halte mich sowieso nie direkt daran. Systemgeräusche nehme ich generell mit auf und ich mache aber keine Multikanal-Audio-Kanal-Funktion. Da ich immer zu faul bin, meine Tonspur zu nochmal zu, sagen wir jetzt mal, manipulieren, ich hasse sowas. Ich mag sowas überhaupt nicht und auf meinem Kanal möchte ich das sehen, wie ich mir dann auch circa bin, damit wir uns ein bisschen auf eine Ebene stellen. Mit den ganzen Marius Action kann man jetzt seit der 1.22-Version auch endlich umsonst live streamen auf Twitch, YouTube oder sonstige Livestream-Plattformen, auch Hitbox. Man kann hier die Laut- oder beziehungsweise die Audioaufnahmen nochmal bestimmten Dateiformen umwandeln, zum Beispiel MP4-Audio oder WAV. Ich nehme immer WAV, das ist so der Standard und ich komme damit auch am besten klar. Die Stimme soll aufnehmen und mein Mikrofon soll allgemein immer aufnehmen. Dann kann man natürlich hier auch eine Benchmarking setzen, das heißt eine Aufnahmedauer setzen. Das heißt wiederum für Leute, die zum Beispiel immer wollen, konstant sagen, ja, das sollen jetzt 15 Minuten sein, dann nehmen wir jetzt auf 15 Minuten wirklich auf. Ich mache zwar auch immer 15 Minuten Parts, nur das ist einfach nicht mein Ding, deswegen habe ich gesagt, okay, ist okay. Gehen wir weiter. Man kann Screenshots mit den ganzen verfassen, das ist auf der F12-Taste. Das Wirken macht mein, zum Beispiel in meinen OMSI-Szenen oder in meinen ETS-Szenen. Wenn ich F12 drücke, ist ja auch das die Standard-Screenshot-Taste. Da macht das immer zigtausend von Screenshots, weil Steam gleichzeitig auch auf F12 das gesetzt hat. Und dann habe ich immer einen ganzen Ordner, also ich glaube, mein Ordner von ETS hat allgemein, wenn mich nicht alles täuscht, fast über 500 Bilder, weil alles doppelt ist. So ist das. Die machen mal den ganzen Desktop. Man kann ja auch, wie gesagt, Desktop 1 oder Desktop 2 auswählen, weil ich halt zwei Desktops habe, die sind beide angeschlossen. Und dann halt PNG, JPG und ich mache halt alles in PNG. Zu den Einstellungen kann ich euch auch einiges ein bisschen sagen. Jedenfalls das, was ich weiß. Und zwar, das Programm läuft bei mir auf Deutsch. Ich könnte es natürlich auch auf Englisch umstellen, weil ich ja sowieso weiß, wo alles ist. Aber warum auf Englisch, wenn ich auch Deutsch spreche? Ja, auf Updates überprüft das Programm automatisch, das warte ich halt immer vor. Dann habe ich die Videoaufnahmeeinstellungen, und zwar soll bei mir immer eine hohe Qualität aufgenommen werden an meinen Videos, denn ich möchte, oder beziehungsweise dadurch, dass YouTube das sowieso wieder ein bisschen verringert, die Qualität, möchte ich euch eine gewisse Qualität dennoch versuchen zu erreichen. Die Bitrate bei der MP4-Datei liegt bei 100% und ein Inputbereich von 0 bis 250. Man kann hier natürlich auch wieder umstellen auf 16 bis 235, aber das sind so Standardeinstellungen und auch Einstellungen von einigen YouTubern, dann habe ich das also so gelassen. Ich mache da überhaupt nichts falsch. Ich nehme Mehrkernaufnahmen auf, den Mauscursor nehme ich auch auf, damit ihr immer wisst, warum ging jetzt das Fenster auf oder sowas. Dann wisst ihr natürlich, oh, der hat da seine Maus hinbewegt, das hat er gemacht. Den Mausklick visualisieren habe ich ausgestellt. Warum auch immer, ist auch so ein Standardding. Da könnte ich natürlich auch noch bei zum Beispiel Dena oder Ungespielt oder sonstigen YouTubern um meine Facecam einen Rahmen rummachen. Ich habe zwar noch keinen Rahmen, vielleicht mache ich mir noch mal einen Rahmen oder bekomme einen Rahmen von dir, wenn du zufälligerweise daran Interesse hast. Freue ich mich auf jeden Fall. Sollte die Größe meiner bis jetzt Videos haben und dann freue ich mich, wenn du das machen würdest, weil ich bin dafür viel zu voll. Ansonsten jetzt mal zu schnell. Die Webcam nehme ich immer auf, außer eigentlich bei Desktop-Aufnahmen, aber diesmal möchte ich euch ja einfach zeigen, wie das Ganze hier vonstatten geht. Oben links ist bei mir die Webcam, dann habe ich die auf 20%. Das reicht für diese Größe. Ihr müsst das mal ehrlich, wenn ihr das Programm gekauft habt oder eine Testphase habt, dann einfach mal groß ziehen, dann seht ihr einfach mal gar nichts. Einige YouTuber haben das auch extrem groß, dann haben sie zum Beispiel bei ETS, dann haben sie oben links ihre extrem große Webcam und
rechts dann noch dieses Fenster von dieses dieser Ingame-Navi auf mit diesem Hilfemodus und alles. Und dann siehst du einfach mal gar nichts mehr. Dann siehst du nur noch den Truck und die Straße, vielleicht so ein kleines Stück. Das, nee, war nicht meins. Ja, man könnte auch noch eine zweite Webcam anschließen, da ich keine zweite Webcam habe, wo ich jetzt auch nicht ganz den Sinn verstehe. Ich könnte natürlich auch von hinten machen, beziehungsweise da oben an meinen Schrank befestigen. Das sieht man zum Beispiel in einigen Relive- oder Informationsvideos, was ich dann aufnehme von meinem Schrank. Da könnte ich eine Kamera hinbauen, was die direkt auf dem PC macht. Aber mal gucken. Dann meine Mikrofoneinstellungen, ist das Frontmikrofon, auch die Lautstärke bei 50%, das reicht vollkommen, ansonsten ist der Pegel extrem ausgelastet, ich mache keine separate Audiospur, ich mache alles in ein. Dann habe ich ein Audiogerät, also die Systemvoreinstellungen, Systemgeräusche 50, Mikrofon 50 und ich nehme das Ganze auf Voreinstellungen von diesem System auf. Ich lasse mir oben rechts vom Spiel immer anzeigen, wie lange ich aufnehme und ob ich aufnehme, aus dem einfachen Grunde, damit ich auch sehen kann, oh, jetzt ist die Zeit vielleicht gekommen, jetzt ist ein neuer Part, damit wir halt auch mal neue Themen in den Videos immer reinhauen und nicht immer die ganze Zeit über das gleiche Thema sprechen. Die Exporteinstellungen habe ich alle so gelassen, außer halt mein, wo er das hinspeichern soll, und zwar auf meine E-Festplatte unter den Videodateien. Und eigentlich sollte das in 15 Minuten Parts automatisch aufteilen oder was. Ja, und dann die ganzen Tastenkürzel habe ich alle so gelassen. Das war's jetzt erstmal zum Aufnahmeprogramm. Wir switchen jetzt auch schon zum Schnittprogramm. Mein Schnittprogramm, da benutze ich das Video Deluxe 2014 von Magix. Magix Video Deluxe 2014 bin ich vollkommen zufrieden. 1A Qualität, Top-Leistung, immer freundlicher Support. Was kann ich noch zu denen sagen? Einfach top. Es lohnt sich auf jeden Fall, denn wenn man jetzt zum Beispiel, ich habe das Programm für 100 Euro gekauft, das ist die etwas die kurz vor den Premium-Versionen. Es gibt halt die Premium-Version, die kostet nur 50 Euro mehr. Habe ich aber gesagt gehabt, ich brauche die Schnickschnack nicht, ich brauche nur das, was ich jetzt habe, das reicht mir vollkommen. Es ist okay. Es ist jetzt einfach so, dass ich halt vom Magix, wenn ein neues Magix rauskommt, eine Anfrage bekomme, ob ich nicht mal Interesse hätte, vielleicht das Ganze für die zu zeigen. Ihr seht jetzt, ich weiß jetzt nicht, welchen Bildschirm, ich hoffe, ihr seht natürlich den rechten Bildschirm. Ihr seht jetzt auf dem rechten Bildschirm mein Magix Video Deluxe. Solltet ihr den linken Bildschirm aussehen, ist dies mein normaler PC-Ordner. Jetzt auf dem PC und noch auf die E-Festplatte, gehe bei mir auf den Video-Ordner und gehe bei mir unter fertige Videos. Wie gesagt, ich habe halt ETS vor ein paar Tagen aufgenommen, ihr seht halt ETS lang. ETS lang ist komplett die eine ganze Folge. Ich habe das einmal schon gerendert gehabt, damit die ganzen Dateien kleiner werden, beziehungsweise wieder werden. So, jetzt kommen wir zum eigentlichen Part. Montag kommt, beziehungsweise am 9.2. kam oder kommt eine ETS-Folge raus, die Folge 62. Die ziehe ich jetzt in mein Aufnahmeprogramm oder in mein Bearbeitungsprogramm im Magix rein. In meiner zweiten Spur. Warum? In der zweiten Spur, das erkläre ich euch gleich. Wie ihr jetzt sehen könnt, seht ihr ein... Ich mach mal kurz an. Ja, das ist, wenn ich so einen etwas übergewichtigen LKW-Fahrer vor mir habe. So, das reicht. Ihr seht jetzt halt einen kleinen Ausschnitt von diesem Video. Da seht ihr, es war am Anfang kein Intro, am Ende seht ihr, es war kein Outro. Seht ihr, es ist kein Outro. Das wollen wir jetzt noch einfügen, damit das Video dann top ist. Diesmal mit Intro, das will ich jetzt immer machen. Euch ein Intro vorballern, euch ein Outro hinterballern und dann ist das Video eigentlich top. Bearbeitet ist es ja schon, das habe ich von Anfang an schon gemacht, damit das Video halt mal ein bisschen verkürzt ist. So, ja. Wir suchen jetzt hier eine gute Stelle raus. Und ich warte immer noch auf den The One Hunt Gamer. Das ist echt ein krasser und geiler Typ. Ich muss mal echt großen Respekt an ihn sagen. Der Typ ist echt geil. Er hat bei mir, ich weiß nicht, wer bei mir vielleicht auf dem YouTube-Kanal die Lemon Face Schiene gesehen hat. Wir fahren nach vorne. Wir fahren. So, das nehmen wir jetzt als Intro. Als Anfang. Das heißt, ihr habt das jetzt schon vorab gesehen. Ich kopiere das raus.
Objekt kopieren. Ich habe das einmal abgeschnitten. Jetzt mache ich das Ganze aber wieder rückgängig. Warum mache ich das rückgängig? Damit die Datei wieder in eines. Ich habe trotzdem Magic, so speichert sich das ab, dass ich das rauskopiert habe. Und jetzt mache ich das Ganze mit STRGV einfügen. Man kann natürlich auch Rechtsklick machen, Objekt einfügen, aber das wäre mir jetzt halt viel zu anstrengend. Jetzt suche ich einmal mein Intro. Und zwar bin ich ja in einer Partnerschaft mit MMOGA. Mich würde es natürlich auch freuen, wenn ihr über MMOGA unten in der Videobeschreibung eure Spiele drauf kaufen könnt. Erstens sind die Spiele viel, viel, viel schneller da und ihr zahlt weniger Geld. So, jetzt sehen wir uns das Ganze nochmal an. Von Anfang bis zum Intro. MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Ja, das ist etwas gut. Das passt, das sitzt, das muss, es wackelt. Weiter geht's. Und zwar kommen wir zum Outro. Das Outro ist wie darf man sagen, das ist eine Text- bzw. ein Bild. Ein anderes Bild, weil viele Frauen machen. Was ist das für ein Outro? Ich könnte natürlich auch wie eine YouTuber mit Video hinten dran klatschen. Aber das Outro, das gibt es, ich muss sagen, das Outro habe ich aus dem Internet mir gedownloadet. Das ist ein Free-Template gewesen von einem englischen YouTuber, der hat das bei YouTube frei zum Gebrauch gegeben. Ich fand das Ganze spannend und mir hat das auch sehr viel Spaß gemacht. So, deswegen habe ich das halt benutzt. Und wenn das for free ist, mein Gott, ne? Ich habe halt noch keine Zeit und ich habe noch keinen gefunden, der mir ein passendes Outro machen konnte. Ist ja auch nicht so schlimm. Jedenfalls schneiden wir das Video jetzt klein. Wie ihr seht, bin ich auf Effekte gegangen, auf Bewegungseffekte, auf Position und Größe. Und jetzt habe ich mir das Video erstmal hier zurechtgeschnitten, beziehungsweise ein kleines bisschen zurechtgeschnitten. Das muss ja jetzt hier in ein aktuelles Video reingefügt werden. Jetzt löschen wir den Proportion beibehalten Haken raus, damit wir das Video auch dementsprechend in die Größe ziehen können, weil ansonsten bleibt das die ganze Zeit in die Größe. Jetzt sehen wir, das Video ist halt diesmal 1A gelungen und voll da reingepasst, der rechte vorherige Video ist aber leer. Das heißt, wir müssen uns ein fertiges Video am besten rausholen, und zwar nehmen wir jetzt von ETS Lang das Stücke, fügen das ein, weil ich ja den ersten Teil schon gelöscht habe. Ihr seht ja nur noch 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, das dauert jetzt ein bisschen, weil die Datei über einer Stunde geht, beziehungsweise insgesamt gehen die ETS-Folgen bei mir zwar fast immer 2 Stunden, weil das eine komplette Fahrt ist, das Ganze wird gesplittet. So, ich finde das auch ganz sehr interessant, dass ihr mal nachgefragt habt. Ich möchte mal eine Langform von dieser Version rausbringen. Einige kürzen das ja immer. Mal gucken. Vielleicht werde ich das Ganze auch ein bisschen so im Zeitraffer vorspulen, bis zu bestimmten Punkten. Wenn das vielleicht dann einfach doch zu lang ist, man weiß es ja nicht, wie lang das Video geht. Ich warte jetzt kurz, das müsste jetzt jeden Augenblick fertig sein. Und rein kommentiert sein. Ja, ich mache die Grafik. Ja, jetzt schneide ich mir, egal wie das aussieht, ich schneide mir jetzt einfach hier das zurecht. Und zwar habe ich mir den Marker da hingesetzt. Hoppala. Das Ganze sieht. Jetzt haben wir hier zwei Dateien. Jetzt müssen wir die untere Datei aber, weil das das zweite Video ist und wir da den Sound nicht rausholen müssen, STRGH drücken, damit sich die Tonspur zeigt, welche Tonspur das ist. Das brauchen wir jetzt, das ist sehr hilfreich. Dann
lösen wir die Gruppe auf. Wenn das gelb markiert ist, beides, dann haben wir die Gruppe aufgelöst und löschen hierbei die Audiotonspur, weil die brauchen wir nicht. Wir brauchen ja nur die Audiotonspur vom ersten. Jetzt, dementsprechend, ziehen wir uns das Ganze auch wieder zurecht, fügen das in den vorherigen Video rein. So. Eingeführt. Gucken wir uns das Ganze mal an. Ja, nach Duisburg, das ist hier raus und dann wieder rein. Ich fahr leer mit euch mit, ist ja kein Problem. Tatsache. Passt wie die Faust aufs Auge, passt, wackelt, hat Luft, streckt sich nicht, macht sich nicht, wehrt sich nicht. Und jetzt brauchen wir nur noch eine Endcut-Musik. Die benutze ich von Crew Cuts. Ich finde diese Musik sehr schön, das ist eine Gamer-Musik, die höre ich auch draußen, gamerfreie Musik, die höre ich auch draußen sehr viel, sehr spannend und beruhigt auch ein bisschen und ja. So, jetzt hört man sich das an, das ist hier raus und dann wieder rein. So, zack, das war das Intro, beziehungsweise Outro. Soweit ist das Video jetzt fertig geschnitten. Jetzt muss ich das Ganze nur noch exportieren. Das tut man dann hier oben auf rechts exportieren, als Video ausgeben und dann auf HD-Qualität 1. Das sind dann 1280x720p auf Video speichern. Dann kommentiert ihr das. Ich mache das sofort, dann seht ihr das Video. Ich verabschiede mich, bedanke, dass ihr zugeschaltet habt und hoffe, es hat euch gefallen. Das war's. Euer Legacy Gaming. Spielt mit mir und lasst für euch spielen. Ciao.